is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Zwei Sorten von Christen. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Die Vereinigten Staaten werden in ihrer Verehrung des Papsttums nicht allein dastehen. Der Einfluss Roms in den Ländern, die früher einmal seine Vorherrschaft anerkannt haben, ist noch immer weit davon entfernt, vernichtet zu sein. Im letzten Kampf wird der Sabbat in der gesamten Christenheit der besondere Streitgegenstand sein. Nicht-religiöse Herrscher und religiöse Führer werden sich zusammentun, um die Sonntagsheiligung durchzusetzen. Da milde Maßnahmen nichts ausrichten, werden die härtesten Gesetze erlassen. Es wird darauf gedrungen, dass die wenigen, die gegen eine Einrichtung der Kirche und des Landesgesetzes verstoßen, auf keinen Fall geduldet werden sollten. Die Politik der römischen Kirche in der alten Welt und der abgefallene Protestantismus in der neuen werden einen ähnlichen Kurs gegen alle einschlagen, die Gottes Vorschriften ehren. Die sogenannte christliche Welt wird Schauplatz großer und entscheidender Handlungen sein. Menschen in Autoritätspositionen werden Gesetze erlassen, durch die das Gewissen überwacht wird, nach dem Beispiel des Papstes. Babylon wird alle Nationen von dem Zorneswein ihrer Unzucht trinken lassen. Jede Nation wird mit einbezogen werden. Die Warnung des dritten Engels wird in der Prophezeiung dargestellt, als mit lauter Stimme durch einen Engel verkündet, der mitten durch den Himmel fliegt. Sie wird die Aufmerksamkeit der ganzen Welt erregen. In der entscheidenden Streitfrage wird die gesamte Christenheit in zwei große Lager gespalten werden. Menschen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben, und Menschen, die das Tier und sein Bild anbeten und sein Zeichen annehmen. Obwohl Kirche und Staat ihre Macht vereinigen werden, um alle zu zwingen, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, das Mahlzeichen des Tieres empfangen, wird das Volk Gottes es doch nicht annehmen. Der Seher von Patmos sieht sie, die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens. Die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen und sangen das Lied des Mose und das Lied des Lammes. The Lord is coming. Are you ready?